ganz egal, was du im Leben begehst, heute Nacht kannst du es bekommen. Heute Nacht ist alles für dich möglich. Heute Nacht erwarten dich Abenteuer, wie du sie noch nie erlebt hast. Denn heute Nacht wirst du luzide träumen. Du wirst in die Kunst des luziden Träumens eingeführt und es wird dir gelingen, dass du deinen eigenen Traum steuerst. Das bedeutet, du kannst alles, was du dir vornimmst, in diesem Traum verwirklichen. Du kannst auf einer großen Bühne als Rockstar stehen. Du kannst küssen, du kannst lieben, wen immer du küssen und lieben willst. Du kannst so viel Geld haben, so viel Ruhm haben, wie du es für dich begehrst. Du kannst in den tollsten Villen leben, du kannst die tollsten Partys feiern, du kannst schweben, du kannst fliegen, du kannst unter Wasser tauchen wie ein Delfin. Es sind ungeheuer viele Möglichkeiten im luziden Träumen angelegt. Denn die Grenzen der Physik, die Grenzen des Alltags, die gelten nicht in einem luziden Traum. In einem luziden Traum, da bist du der Schöpfer deines eigenen Universums und du allein bestimmst, was geschieht. Aber ist dieses luzide Träumen nicht schwierig? Dauert es nicht ewig lange, bis man es beherrscht? Lass dir von niemandem einreden, dass es eine ganz hohe Kunst ist. Es wird dir schon in der ersten Nacht mit etwas Glück gelingen, dass du einen luziden Traum erlebst. Und wenn du diese Meditation 21 Tage nacheinander anhörst, also 3 Wochen lang, dann kannst du schon ein richtiger Meister im luziden Träumen sein. Jetzt wirst du vielleicht die Frage stellen, was ist eigentlich luzides Träumen? Bevor ich dir das beantworte, sage ich noch, wer ich bin. Mein Name ist Martin Werle. Du kennst mich vielleicht als Karriereberater und Buchautor. Ich habe gerade das Buch »Den Netten beißen die Hunde« veröffentlicht, einen Spiegel-Bestseller. Und nun sage ich dir, was ist luzides Träumen? Luzides Träumen bedeutet, dass du, während du am Träumen bist, weißt, dass du träumst. Das ist natürlich eine ganz besondere Situation und ich wette mit dir, du hast das schon erlebt. Die meisten Menschen kennen luzide Träume, wenn sie kurz vorm Aufwachen sind am Morgen. Da liegen sie morgens in ihrem Bett, im Dämmerzustand zwischen Schlaf und Wachen, und da nehmen sie etwas wahr in der Außenwelt. Das kann ein Hupen vorm Haus sein, das kann das Ticken einer Uhr sein, das kann ein Geräusch im Haus sein. Und gleichzeitig läuft im Kopf weiter ein Traum ab. Das ist hochinteressant. Dann bist du nämlich in 2 Welten. Dann bist du nicht nur in deinem Traum, sondern du bist zugleich in der Realität. Und in dieser Sekunde, wenn du das realisierst, hast du alles in der Hand, was du brauchst, um einen luziden Traum zu verwirklichen. Ich werde dir gleich beschreiben, wie das geht, und ich werde dich hier in den luziden Traum und natürlich auch in einen sehr friedlichen und einen sehr, sehr tiefen Schlaf begleiten. Ich träume und merke, dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig Wenn du diese Meditation hörst, ist es ganz wichtig, dass du sie einfach weiterlaufen lässt. Auch falls du meinen solltest, gleich schlafe ich ein, gleich höre ich nichts mehr,
wirst du immer noch in der Lage sein, meine Stimme wahrzunehmen, und meine Worte, die werden dein Unbewusstes erreichen. Und wenn diese Meditation weiterläuft, während du schon am Wegdämmern oder vielleicht sogar am Schlafen bist, dann erhöhst du die Chance sehr, dass du einen luziden Traum erzeugen kannst. Denn meine Stimme, die kommt aus der Realität und die wird wie so eine Hand in deinen Traum rüberreichen. Und sobald du nur für Sekunden diese Hand realisierst aus der Realität, bist du in der Lage, deinen luziden Traum zu steuern. Luzide Träume, die haben eine wissenschaftliche Grundlage. Das ist also keine subjektive Wahrnehmung von Menschen, sondern es ist nachgewiesen, dass Menschen luzide Träume haben. Und es ist auch wissenschaftlich sogar nachgewiesen, dass luzide Träume Menschen helfen, sich selbst zu entwickeln und ihre eigenen Grenzen zu überschreiten. Es gibt Sportler, die wollen einen Rekord erreichen, aber in der Realität scheitern sie immer wieder an einer bestimmten Hürde. Und diese Sportler, die arbeiten mit Mentaltrainern und die bekommen beigebracht, sich in luziden Träumen vorzustellen, wie sie den Ball eben doch so weit schleudern, wie sie es in der Realität noch nicht schaffen, wie sie eben doch die Zeit laufen, die sie in der Realität noch nicht schaffen, wie sie das erreichen, was ihnen im realen Leben noch nicht gelingt. Und in dieser Sekunde passiert in deinem Kopf, wenn du das machst, etwas ganz Besonderes. Denn dein Geist wird darauf programmiert, dass das scheinbar Unmögliche eben doch möglich ist. Das ist der Nutzen, wenn du jetzt einen luziden Traum haben wirst, dass es dir gelingen kann, dir Dinge zu ermöglichen, die dir im Moment noch unmöglich erscheinen. Einen Menschen anzusprechen, den du jetzt noch nicht anzusprechen wagst. Ein Projekt, eine eigene Firma anzuschieben, die du jetzt noch nicht anzuschieben wagst. Einen Auftritt hinzulegen, vielleicht sogar auf einer großen Bühne, den du jetzt noch nicht hinzulegen wagst. Der luzide Traum, das ist ein Türöffner, der deinen Horizont erweitert und der dich ganz zuverlässig zu neuen, zu kühneren Möglichkeiten führt. Ich träume und merke, dass ich träume. Und damit du jetzt in einen sehr ruhigen Schlaf und in einen wunderbaren luziden Traum gleiten kannst, möchte ich dich bitten, für absolute Ruhe um dich herum zu sorgen. Stell das Handy ab, stell die Klingel ab, versuche absolute Ruhe zu ermöglichen. Und jetzt kannst du dich gerne hinlegen in eine ganz bequeme Position. Spür einmal bewusst, wie dich die Unterlage trägt, als wäre es eine große Hand, die nur die eine Aufgabe hat, nämlich dich sicher und warm zu halten. Du wirst getragen von dieser Welt und du musst nichts,
gar nichts dazu beitragen. Atme ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Und spür einmal ganz bewusst, wie du mit jedem Ausatmen noch ruhiger und gelassener wirst und wie deine Zuversicht steigt, dass du schon heute in der ersten Nacht einen luziden Traum erleben wirst. Und wenn du magst, spür einmal in deinen Körper. Geh den Körper durch, von oben nach unten. Ist deine Stirn schon vollkommen locker? Deine Stirn muss nichts mehr denken. Deine Stirn kann vollkommen loslassen. Sind deine Augen und deine Augenmuskulatur schon vollkommen locker? Deine Augen müssen nichts mehr sehen. Deine Augen können sich sanft schließen und alles loslassen. Ist dein Nacken und sind deine Schultern schon vollkommen entspannt? Dein Nacken und deine Schultern müssen nichts mehr tragen. Sie können einfach loslassen. Vielleicht spürst du, wie sich ganz allmählich eine angenehme Wärme in deinem Körper ausbreitet. Wie so eine warme Flüssigkeit, die sich allmählich verteilt. Und wenn du diesem Gedanken folgst, wirst du in deinen Händen landen, die sich immer wärmer und wärmer anfühlen und die sich immer mehr und mehr lockern und entspannen. Deine Hände müssen nichts mehr tragen. Deine Hände dürfen loslassen. Und wenn du genau darauf achtest, wirst du spüren, dass sich die warme Welle in deinem Körper in Richtung der Beine bewegt und deinen Unterkörper entspannt und lockert. Deine Oberschenkel entspannt und lockert. Und jetzt allmählich, warm und kribbelnd, in deinen Fußspitzen ankommt. Und diese Fußspitzen, diese Zehen vollständig lockert und entspannt. Denn du musst nicht mehr gehen, du wirst getragen. Und wie dein Körper getragen wird von dieser Erde, von dieser unsichtbaren Hand, die dich beschützt, so wird auch dein Schlaf getragen von einer unsichtbaren Hand. Und dein Schlaf, das merkst du jetzt, er breitet sich ganz allmählich in deinem Körper aus. Wie so eine Nacht, die im Herbst schnell vom Himmel fällt und mit ihrer beruhigenden Dunkelheit alles umfängt und alles geborgen hält. Und während du merkst, dass diese warme Flüssigkeit in deinem Körper zirkuliert, während du nachdenkst darüber,
ob dir heute Nacht wohl ein luzider Traum gelingen wird. Derweil kannst du einfach mal deinen Gedanken folgen. Deine Gedanken sind wie Schiffchen, kleine Schiffchen auf einem ganz ruhigen Meeresspiegel. Sie segeln aus allen Richtungen in alle Richtungen. Und wenn du diesen Gedanken einfach mal hinterher schaust, ohne sie zu bewerten, dann ist das ein wunderbares Schauspiel, was da alles durch das Meer deines Kopfes segelt. Du darfst all diese Gedanken zulassen. Sie sind nicht gut und sie sind nicht schlecht. Sie sind einfach da. Und wenn du sie ziehen lässt, dann gehen sie alle vorüber. Ich träume und merk, dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken. Ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Und mit jedem Atemzug, den du jetzt nimmst, wirst du dich deinen luziden Träumen mehr und mehr nähern. Mit jedem Atemzug, den du jetzt nimmst, lässt du den Tag und alles, was mit ihm verbunden ist, weiter und weiter hinter dir, so wie sich die Schiffchen deiner Gedanken allmählich von dir und aus deinem Kopf entfernen und irgendwo am Horizont verlieren. Und nun mach dir bewusst, dass deine Gedanken im Schlaf genau das tun, was du ihnen vor dem Einschlafen aufträgst. Manchmal tun die Gedanken das unbewusst. Vielleicht hast du es schon erlebt, dass du abends ein spannendes Buch oder einen spannenden Film gelesen oder gesehen hast und dann tauchten in deinem Traum auf einmal Motive auf, die aus diesem Film oder diesem Buch hätten stammen können. Dein Gehirn hat also unbewusst den Auftrag erhalten, diese Handlungen des Tages fortzusetzen und mit in deinen Schlaf zu nehmen. Oder wenn du zum Beispiel in einer Prüfungssituation bist und du legst dich abends hin, dann kann es sehr gut sein, dass dein Kopf heimlich den Auftrag bekommt, einen Traum von einer Prüfungssituation zu produzieren. Und damit ist schon eines klar. Die Gedanken bewegen sich keinesfalls willkürlich in deinem Schlaf, sondern sie setzen jene Bahn fort, die du ihnen im Wachsein verleihst. Stell dir deine Gedanken einmal wie Kugeln vor,
die du über einen Boden in eine bestimmte Richtung rollst. Sagen wir Bowlingkugel. Du rollst die Kugel los, wenn du noch wach bist. Und was passiert, wenn du einschläfst, während die Kugel auf halber Strecke ist? Na klar, die Kugel rollt einfach weiter, obwohl du schläfst. Und genau dieses Prinzip, das funktioniert auch bei den luziden Träumen. Du kannst deinen Kopf also jetzt, da du noch wach bist, da du vielleicht schon dämmerst zwischen Schlaf und Wachsein, du kannst deine Gedanken jetzt auf einen luziden Traum deiner Wahl programmieren. Besonders günstig ist es, wenn du dich an ein Motiv erinnerst, von dem du häufig träumst. Mal angenommen, du hast einen bestimmten Traum, der nicht gut ausgeht. Beispielsweise stürzt du von einem Haus oder einem Berg und du weißt nicht, wie es ausgeht. Doch nun, wenn du die Kugel in eine bestimmte Richtung lenken darfst, nun, wenn du denkst, ich werde vielleicht wieder träumen, wie ich falle, nun hast du die Chance, einen Auftrag an dein Gehirn zu geben, wie dieser Traum weitergehen soll. Zum Beispiel könntest du dir ausmalen, dass du gerne Flügel bekämst und dann im Fallen diese Flügel ausbreitest und dich mit einer warmen Brise nach oben schwingst, dass du wie ein Vogel am Himmel fliegst und dass du an einen Ort fliegst, wo du vollkommen entspannt und glücklich bist, an deinen allerliebsten Strand, an deinen allerliebsten Urlaubsort oder an einen wunderschönen Ort mitten in der Natur. Das kannst du dir jetzt, genau jetzt, vornehmen. Oder ich gebe dir noch ein Beispiel. Viele Menschen haben Träume, in denen sie wieder Kinder sind und in Situationen geraten, in denen sie sich hilflos fühlen. Hilflos gegenüber Lehrern, gegenüber Erwachsenen, gegenüber den Freunden der Kindheit. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann denkst du wieder an einen solchen Traum. Nur malst du dir aus, dass du im Traum die Fähigkeit hast zu wachsen, dass du auf einmal 2 Meter groß wirst und unendlich stark und dass du genau das, was du haben möchtest, in der Situation bekommst, zum Beispiel den Respekt der anderen. Mal dir das in allen Details aus, mal dir aus, was du dann tust, mal dir aus, was die anderen sagen, und wie du die Situation bestimmst. Und ich gebe dir noch ein Beispiel für einen Gedanken, den du für deinen Traum jetzt schon anbahnen kannst. Wenn du zum Beispiel öfter träumst, dass du vor Menschen trittst, dass du etwas sagen sollst, aber es fallen dir vielleicht nicht die idealen Worte ein, du bist verlegen, du bist schüchtern, dann malst du dir aus, dass du diesmal eine ganz tolle Rede hältst, dass du diesmal die richtigen Worte findest, dass du diesmal alle mitreißt und dass es einen langen Applaus geben wird. Ich träume und merke, dass ich träume. Ich kann luzide sehen. Meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will.
genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Das waren jetzt ein paar Beispiele. Es ist aber wichtig, dass du deine eigenen Träume nimmst. Also, denk jetzt bitte an einen Traum, der sich häufiger wiederholt und der noch nicht zu deiner absoluten Zufriedenheit ausgeht. Und jetzt malst du dir bitte in allen Farben und in allen Details aus, wie dieser Traum idealerweise ausgehen würde, welche Kräfte dir zufliegen sollten und wie du dich gerne am allerliebsten verhalten würdest. Dabei darfst du alle Gesetze der Physik sprengen. Dabei darfst du tauchen wie ein Fisch und fliegen wie ein Vogel und reden wie der beste Redner der Welt. Alles ist möglich. Also, mal dir diesen Traum aus, der sich wiederholt, und gib ihm eine wunderbare Wendung. Indem du an diesen Traum jetzt gedacht hast, indem du die Kugel losgerollt hast im Zustand des Wachseins, ist die Chance sehr groß, dass diese Kugel auch in deinen Traum rollen und dort ihre Richtung beibehalten wird. Und jetzt komme ich auf die zweite Ebene des luziden Träumens zu sprechen. Die erste Ebene, das war die Vorbereitung, dass du dir schon ausmalst, was du gerne willst. Und die zweite Ebene, das ist das Umlegen des Schalters, des Regieschalters, der sagt, jetzt kann ich meinen Traum bestimmen. Und damit dir das gelingt, musst du im Traum realisieren, dass du am Träumen bist. Ich mache es gerade mal an einem Beispiel fest. Ich habe vorhin von einem Falltraum gesprochen. Jemand malt sich aus, von einem Haus zu fallen. Und in der Situation, wenn du fällst, musst du realisieren, jetzt bin ich im Traum und jetzt kann ich diesen Traum steuern. Und jetzt möchte ich ja, dass mir Flügel wachsen und jetzt schwinge ich mich auf in die Sonne. Aber wie gelingt es dir, im Traum zu realisieren, dass du träumst? Es gibt einen wunderbaren Trick, den du im Alltag anwenden kannst. Und dieser Trick, der sorgt dafür, dass du dann im Traum dir des Träumens bewusst wirst. Man nennt das den Realitätscheck. Du solltest jeden Tag 4-5 Mal ausprobieren, ob du wirklich wach bist oder ob du träumst. Wie funktioniert sowas? Das funktioniert, indem du dich kneifst. Und wenn du dich kneifst und es tut weh, na klar, dann musst du wach sein. Du kannst deinen Finger in ein Wasserglas tauchen und wenn dein Finger wirklich nass wird, dann bist du wach. Du kannst nach oben hüpfen und wenn du schnell wieder auf die Erde fällst mit einem gewissen Aufprall, dann gelten die Gesetze der Naturwissenschaft und dann bist du wach. Durch solche kleinen Experimente kannst du immer wieder prüfen, fühlt sich alles realistisch an? Ist die Zeit, die meine Uhr anzeigt, eine realistische Tageszeit, die jetzt sein kann? Ist das Datum, das hier auf dem Kalender steht, ein realistisches Datum? Oder ist es ein Jahr, das schon lange vorbei ist? Und jetzt kommt das richtig Spannende. Wenn du dir solche Fragen jeden Tag stellst, immer wieder und wieder, und zwar diese 21 Tage lang, die du diese Meditation jetzt hören wirst, dann wird ein wunderbarer Automatismus einsetzen. Denn dein Gehirn wird diese Fragen auch dann abspulen, wenn du tatsächlich schon am Schlafen
wenn du tatsächlich schon am Träumen bist. Ich träume und merke, dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Und jetzt passiert etwas Faszinierendes. Du wirst zum Beispiel dich kneifen und es tut gar nicht weh. Oder du wirst hochspringen und du wirst gar nicht wieder schnell auf der Erde landen, sondern unnatürlich lange in der Luft stehen. Oder du wirst realisieren, dass eine Tageszeit angezeigt wird, die nicht sein kann, weil es draußen hell ist und dunkel sein müsste. Du wirst auf kleine, winzige Widersprüche stoßen und in dieser Sekunde weißt du, ich bin am Träumen. Ich gehe jetzt nochmal auf diesen Falltraum ein. Also du bist in irgendeinem Haus, du stehst am Fenster und du fällst runter. Und in dieser Sekunde wirst du dich fragen, würde ich denn aus einem Fenster rausstürzen? Falle ich wirklich so schnell, wie man fallen müsste? Warum sollte ich das tun? Wo bin ich hier eigentlich? Kenne ich die Gegend? Und dann geht dir irgendwann auf, das ist alles nicht real. Ich träume diese Situation gerade. Und genau in der Sekunde setzt dann der Automatismus ein, denn du hast dir ja schon ein gutes Ende dieses Traums ausgemalt und diese Bowlingkugel deiner Gedanken, die du losgerollt hast im Wachsein, diese Kugel rollt dann in deinem Traum wunderbar weiter. Und jetzt, in dieser Sekunde, jetzt sitzt du am Steuer deines Traumes. Jetzt kannst du dich also aufschwingen, jetzt hast du also Flügel und jetzt kannst du machen, was du willst. Und ich darf dir aus eigener Erfahrung sagen, es gibt nichts Großartigeres, als luzide zu träumen. Du kannst tun, was du willst, ganz egal was. Du kannst Menschen treffen, die vielleicht schon gar nicht mehr leben. Du kannst deine Lieblingsstars treffen und mit ihnen um die Häuser ziehen. Du kannst einen Menschen küssen, den du sehr begehrst und immer schon küssen wolltest. Du kannst in deinem Hobby, du kannst in deinem Beruf grandiose Erfolge erzielen und du wirst über alle Fähigkeiten verfügen, die du dir immer schon wünschst. Du kannst jonglieren mit 20 Bällen, wenn du das wirklich willst. Du kannst beim Weitsprung 20 Meter schaffen, wenn du das wirklich willst. Du kannst in der Bundesliga 10 Tore in einem Spiel schießen, wenn du das wirklich willst. Du kannst alles, wirklich alles realisieren, sobald du erkennst, ich bin am luziden Träumen. Das ist dann die Situation, in der du zum Drehbuchautor deines Traumes wirst. Das ist die Situation, in der du deinen Traum in jede beliebige Richtung steuern kannst. Ich träume und merke, dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt.
Es ist gut möglich, dass es einige Nächte dauert, dass du bestimmen kannst, was in deinen Träumen passiert. Es ist aber auch gut möglich, dass du schon in der ersten Nacht, in der heutigen Nacht, einen luziden Traum haben wirst. Denn weil du dich auf luzides Träumen konzentrierst, weil du sensibilisiert bist, wirst du es viel eher wahrnehmen als jemand, der sich keinerlei Gedanken darüber macht. Das ist so, als würden zwei Menschen durch einen Park laufen und der eine, der beschäftigt sich gerade intensiv mit Botanik, der hat ganz viele Bücher gelesen und Videos geschaut mit Pflanzen und der andere, der kümmert sich um Pflanzen gar nicht. Wer von den beiden, glaubst du, nimmt eher eine seltene Pflanze wahr? Beide können die Pflanze sehen, aber der eine, der nimmt sie nicht wahr und der andere, der sich damit befasst hat, der sagt, schau mal an, eine Phyreo, was für eine wunderschöne Blume. Und für dich ist die Phyreo, für dich ist das der luzide Traum. Du bist jetzt dabei, dass du dein Unbewusstes auf die luziden Träume fokussierst. Du bist dabei, dass du deinen Gedanken im Traum folgst. Du bist dabei, dass du regelmäßige Realitätschecks durchführst und damit wirst du hundertprozentig zu luziden Träumen kommen, wenn du dieses Programm nur lange genug und immer wieder durchführst. Und nun, nachdem du all diese Informationen, vielleicht schon im Halbschlaf, vielleicht sogar im Schlaf, nun, nachdem du all diese Informationen aufgenommen hast, nun lade ich dich ein zu einer vollkommenen Ruhe und Entspannung zu finden. Achte darauf, wie dein Atem geht, wie du ein- und ausatmest, ein- und ausatmest und wie dein Körper immer wärmer wird und wärmer wird, als würde sich der Schlaf in ihm ausbreiten. Und vielleicht springen deine Gedanken schon immer wieder rüber in einen Traum und dann wieder zurück zu meiner Stimme, rüber in einen Traum und dann wieder zurück zu meiner Stimme. Und das ist sehr gut, das ist wunderbar. Denn dann kannst du vielleicht schon jetzt einen luziden Traum einleiten. Du hörst mich reden, aber zugleich, achte genau darauf, zugleich schwirren die ersten Traumfetzen, die ersten Traumbilder durch deinen Kopf. Versuche dich ganz langsam, als würdest du dich abseilen, versuche dich ganz langsam in diesen Traum hineingleiten zu lassen, aber halte mit den Händen auch noch die Realität fest. Du hörst meine Stimme, das ist dein Seil in die Realität und du siehst zugleich Traumbilder. Du bist am Träumen, aber zugleich bist du in deinem Bewusstsein und in der Realität. Du bist am Träumen, aber zugleich bist du im Bewusstsein und in der Realität. Und jetzt kannst du einmal testen, ob du deinen Traum steuern kannst. Jetzt kannst du einmal versuchen, den Traum dorthin zu lenken, wo du ihn gerne hättest. Was möchtest du jetzt können? Welche Fähigkeiten hättest du gerne? Welche Menschen würdest du gerne sehen? Und was genau willst du jetzt in deinem luziden Traum tun?
Es ist alles möglich, was du dir schon immer ersehnt hast. Es gibt keine Grenzen, denn dein Denken ist stärker als die Grenzen. Es gilt keine Physik, denn dein Denken ist stärker als die Physik. Genieße es, dass in diesem Traum, in dieser Nacht, alles möglich ist. Genieße es, dass du bestimmen kannst, was in deinem Traum geschieht. Das ist so, als hätte eine parallele Welt eröffnet, ein eigenes Universum, und du bist die gute Fee, die sich selbst jeden Wunsch erfüllen kann. Und du bist der Schöpfer, der genau bestimmt, was hier passiert. Genieße diesen Gedanken, genieße diesen Einfluss, genieße diesen Schlaf, in den du jetzt zusammen mit diesem luziden Traum ganz langsam und zuverlässig gleitest. Und lass die Musik dieser Meditation weiterlaufen. Diese Musik wird dich erinnern, dass du dich in einem luziden Traum befindest, dass du steuern kannst, was passiert, dass dich diese Nacht ein großes Abenteuer erwartet. Ich träume und merke, dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Ich träume und merke, dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt.
ich träume und merke, dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Ich träume und merke, dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt.
Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Ich träume und merke, dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Thank you.
ich träume und merk, dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Ich träume und merke, dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt.
was ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Thank you.
Ich träume und merke, dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt.
was ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Ich träume und merke, dass ich träume. Ich kann luzide träumen.
Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Ich träume und merke, dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Thank you.
dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Thank you.
was ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Ich träume und merke, dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt.
ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Ich träume und merke, dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken. Ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Thank you.
ich träume und merke, dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Thank you.
Ich kann meine Träume lenken, wohin immer ich will. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe mir im Traum eine Welt, die mir so richtig gefällt. Ich träume und merke, dass ich träume. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Ich kann bestimmen, was in meinen Träumen geschieht. Ich sitze am Steuer meiner Träume. Ich kann meine Träume lenken. Ich genieße meine luziden Träume. Ich liebe meine luziden Träume. Ich schaffe